Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz. Ich begrüße dich hier zum PHP 5 Kurs für Einsteiger. Und wir sind mittlerweile schon bei der 16. Lektion angelangt. Variablen, Grundrechnungsarten. Und in dieser Lektion soll es darum gehen, wie man eben in PHP die Grundrechenarten umsetzen kann. Wir haben hier wieder ein Listing auf der linken Seite. Es reicht wieder durch den PHP-Tag von der Zeile 1 bis zur Zeile 12. Da haben wir Variablenzuweisungen, also Variable $a, $b, und da werden Werte zugewiesen. Und hier werden der Reihe nach dann unterbrochen, dann durch einen Zeilenumbruch. Und einen Zeilenumbruch erhält man mit dem BR-Tag, wie wir es in einer vorigen Lektion schon besprochen haben, werden diese Berechnungen durchgeführt. Also in der Zeile 4 zum Beispiel wird multipliziert. Dann erhält man eben dann hier diese Bildschirmausgabe 6, weil hier 2 mal 3 gerechnet wird. Dann die Addition. Dann haben wir hier dann ein Minus, eine Subtraktion und dann haben wir hier eine Division. Und $A durch $A zum Beispiel, 2 durch 2, ergibt dann in dem Fall natürlich 1. Probier am besten selbst gleich aus, wie man mit diesen Grundrechnungsarten zu Ergebnissen kommt. Dann bleibt für mich jetzt der Verweis auf die Aufgabenstellung hier unten, dass du das durchmachst, dass du es gleich einmal ausprobierst, was hier steht. Und dann bleibt mir noch mich bei dir zu bedanken für das Zuhören und das Zuschauen. Danke.